Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, man kann es hören, glaube ich, die erste Waschmaschine ist schon am Laufen. Die Jungs sind gerade oben am Spielen, deswegen habe ich es gerade mal ausgenutzt. Ich wollte ja heute unbedingt meine Haare waschen, beziehungsweise endlich mal, ich hoffe, ich schaffe es, ein Haarvideo drehen. Heute ist viel, aber wir haben mittlerweile, ich glaube 9.30 Uhr oder sowas. Ich habe mega früh mit den Steuern direkt morgens angefangen. So direkt das, was am allermeisten nervt, direkt morgens. Erledigt. Also ich bin mit dem, was ich heute fertig machen musste, fertig. Aber ich muss noch ein bisschen was machen. Ich habe nämlich meine komplette Jahresabrechnung, Steuergeschichte noch nicht gemacht von letzten Jahr. Da muss ich noch ein bisschen was zusammen sammeln, dass ich das dann auch endlich mal abhaken kann. Aber für die monats- oder monatlichen Geschichten bin ich fertig. Halleluja. Ich habe mir jetzt erstmal Haarmasken in die Haare geschmiert. Ich habe einmal hier die Pure Algenmaske genommen. Die ist ja sehr gut, wenn man ja, Probleme auch mit der Kopfhaut hat, wenn man schuppiges Haar hat, extrem fettiges Haar, wenn man Juckreiz hat und so weiter. Und ich habe das irgendwie seit ein paar Tagen wieder gehabt, so einen leichten Juckreiz. Ich habe das ab und zu mal, nicht dauerhaft, aber ja, deswegen habe ich mir das an den Ansatz geschmiert. Und in die Längen und Spitzen ist meine oder einer meiner Lieblingsmasken. Die Power Papaya Maske gerade leer gegangen, die habe ich jetzt dann praktisch ja, ab ja, Ohr sozusagen bis in die, also die kompletten Längen und Spitzen. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen einwirken. Dann werde ich später, beziehungsweise ich werde jetzt einen Vlog schneiden gehen. Wenn ich damit fertig bin, werde ich meine Haare waschen. Und ja, ich möchte heute noch ein bisschen was vordrehen, was ich fürs Wochenende brauche, weil am Wochenende haben wir ja Ostern. Und da will ich versuchen, so wenig wie möglich am PC zu sitzen. Das ist mein großes Ziel. Deswegen ja, versuche ich da auf jeden Fall schon ein bisschen vorzuarbeiten. Ich habe hier auch wieder eine gute Aufgebrauchtüte. Die könnte ich eigentlich auch mal abdrehen. Und oh, von gestern Abend. Ich habe ja gestern schwarze Wäsche gewaschen. Die kann ich auf jeden Fall gleich mal einsortieren, dass es gar nicht mehr hier so voll wird, wie dies die letzten Tage war. Und am Wochenende wollte ich nämlich auf YouTube den Ocean's Apart Haul zeigen. Ich denke, so Wochenende ist immer am coolsten dafür. Das werdet ihr dann aber schon gesehen haben. Genau, das will ich vielleicht, wenn es geht, dann heute abdrehen. Wenn ich dann auch frisch gewaschene, gestylte Haare habe, macht das alles viel Sinn. Ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal ganz, ganz schnell die Aufgebrauchtüte, weil die nervt mich jetzt schon wieder seit ein paar Tagen, weil die so überquillt. Okay, da sind halt auch viele Taschentücherboxen drin. Aber das mache ich jetzt mal, zeige ich euch mal schnell und dann habe ich das nämlich auch weg. Eben gerade mal das hier ausprobiert, hatte ich euch ja gezeigt von Catrice, das Powerful 5 Liquid Lip Balm. So sieht's aus. Ich muss sagen, wenn man es leicht aufträgt, dann hat man fast gar keinen Effekt. Es glänzt halt ein bisschen, aber wenn man so ein bisschen von dieser Peachy-Farbe drauf, ich bin momentan so braun, deswegen sieht man es schon fast gar nicht, aber ich denke, man kann die Farbe ganz gut erkennen. Aber es fühlt sich tatsächlich, im Prinzip stimmt es halt, was da drauf steht. Liquid Lip Balm, weil ich habe gedacht, dass es irgendwas ist, was so, ich mag so Sachen auf den Lippen zu tragen, wo ich nicht spüre, ich habe was auf den Lippen. Halt so was ganz Leichtes und man merkt es nicht, es bappt nicht, es klebt nicht, es ist nicht schwer. Hier fühlt sich's an, wie wenn ich so einen richtigen krassen Balm genommen hätte aus so einem Tiegel und mir die Lippen so richtig fett eingeschmiert hätte. Genau so fühlt sich das an. Nur, dass es halt ein bisschen flüssiger ist, also Liquid, Liquid Lip Balm. Letzten Endes ist es, fühlt sich's genauso an, wie es auch sich nennt. Kann man halt nicht vergleichen irgendwie mit einer normalen Lippenfarbe. Ich weiß nicht, ich müsste es jetzt ein paar Mal tragen, damit ich sagen könnte, mag ich oder mag ich nicht. Momentan fühlt sich's halt so krass irgendwie an, so schwer. Also man merkt sehr, dass halt was drauf ist. Naja, egal. Muss ich noch ein paar Mal testen. Also wir haben hier jede Menge. Ich meine wirklich jede Menge. Ich weiß gar nicht, warum die alle hier drin sind. Boxen. zweimal diese ganz großen XXL. Ich habe euch schon so oft gesagt, ich mag die einfach. Die sind so schön groß und viel dicker, also mehrlagig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind vierlagig. Ja, vierlagig. Extra große Taschentücher von Soft und Sicher. Ich finde die einfach nur sensationell.
die besten. Und das sind im Prinzip hier die gleichen, nur dass das eine viereckige Box ist und das andere sind halt die großen Boxen. Und das hier ist so eine ganz normale von den normalen Boxen, die man halt kennt. Die habe ich hier immer bei mir auf dem Schminktisch. Und jedes Mal, wenn ich hier im Zimmer bin und mir dann die Nase putzen möchte und dann diese dünnen, wirklich, das ist wirklich, ich weiß nicht, wie viel lagig ist das denn? Das sind wahrscheinlich die normalen dreilagigen, oder? Ich sehe es jetzt hier nicht auf Anhieb. Steht nur 100 Tücher. Keine Ahnung, aber da merke ich jedes Mal, boah, wie dünn die sind und wie klein die sind. Also, weil ich die halt über den ganzen Tag immer gewöhnt bin. Die auf dem Tisch habe ich eigentlich eher so provisorisch, um mal was wegzuwischen oder irgendeinen Swatch wegzumachen oder sowas, ja. Aber wie gesagt, dafür sind sie auch in Ordnung. Aber wenn ich mir mal die Nase putze, I don't like it. Ich mag wirklich diese großen viel, 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 viel lieber. Dann habe ich wieder einige Sachen für von der Waschmaschine leer gemacht. Da ist bestimmt noch mehr drin. Ne? Hier zweimal wieder. Denk mit, der Hygienespüler beseitigt 99,9% aller Bakterien, Viren, Pilze. Ist hier irgendwas ausgelaufen? Nee, doch nicht. Ja, kennt ihr von mir, benutze ich ja seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Dann für die weiße Wäsche von Denk mit. Das Weiß Sensational ist leer gegangen. Und tatsächlich jetzt, ich habe es glaube ich schon oft gesagt, aber das war jetzt wirklich unsere allerletzte Flasche von Denk mit, dem Color Waschmittel. Das war ja hier so eine Lotusblüte Aloe Vera, einfach ein genialer Duft. Das war so leicht blumig, aber eher so frische Wäsche, also sehr, sehr, sehr lecker. Und sie haben diese Duftrichtung ja aus dem Sortiment genommen und haben dafür neue rausgebracht. Ich finde sie überhaupt nicht lecker. Ich habe damals schon probiert und letztens vor ein paar Tagen war ich im DM, als ich das hier geholt habe. Genau. Hatte ich ja noch ein bisschen Zeit, bis mein Fitnessstudio-Termin angefangen hat. Und dann habe ich mich einfach mal hingestellt und von verschiedensten Marken, wirklich egal welche Preiskategorie, an den Flaschen geschnuppert. Und mir hat jetzt auf Anhieb tatsächlich nichts gefallen. Mal sehen, wo das noch endet. Ich habe jetzt noch, also ich habe jetzt gar kein Waschmittel mehr, was so flüssig ist. Ich habe aber Waschmittel und zwar in diesen Pots, diese Tabs sozusagen, wo dann alles in einem drin ist. Davon habe ich nämlich mal eine Box von meiner Mutter bekommen. Und ich habe sogar noch so eine Box, die wollte ich nämlich mal testen von Denk mit. Deswegen, ich werde die jetzt erstmal aufbrauchen, dass das auch endlich mal weg ist. Und wenn das alles aufgebraucht ist, dann werde ich mich für ein neues Waschmittel entscheiden. Ich bin schon ein Fan von Flüssigwaschmittel geworden, muss ich sagen. Deswegen, we will see. So, dann von den Kids sind die Ohrenstäbchen leer gegangen. Das sind so ganz spezielle Ohrenstäbchen hier von Baby Love. Die sehen halt nicht aus wie unsere Ohrenstäbchen, sondern die sind halt dicker, dass man halt auf gar keinen Fall irgendwie zu weit ins Trommelfell reinkommt. Die sind halt auch so Sicherheitswattestäbchen. Und die heißen tatsächlich Sicherheitswattestäbchen, wie lustig. Okay, also, ja, ich denke, kennen alle Eltern. Dann, was auch immer leer geht, was ich aber nie zeige, weil ich habe diese kleinen Packungen von Sakrotan meistens im Auto und in der Handtasche. Und wenn die leer gehen, dann schmeiße ich sie halt gerade in dem Moment eben irgendwo weg. Das sind diese 2-in-1 Desinfektionstücher für Hände und Oberflächen. Und das benutze ich tatsächlich auch für Hände und für Oberflächen. Also gerne auch mal im Auto, am Lenkrad zum Beispiel. Oder ich habe das auch oftmals am Einkaufswagen, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Wenn der Samu vorne im Einkaufswagen drin sitzt, dann desinfiziere ich die Einkaufswagen immer. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann mache ich es ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ich dann zurück im Auto bin, dann desinfiziere ich mir die Hände mit solchen Tüchern. Genau. Ja, und da ist jetzt, habe ich mal dran gedacht, euch das vielleicht auch mal zu zeigen, weil es gibt ja viele Desinfektionstücher mittlerweile, so, so viele. Aber ich finde, die trocknen teilweise die Hände aus, die stinken sehr, sehr oft. Und ich muss sagen, die trocknen meine Hände nicht aus und ich finde, die riechen ganz angenehm. Also alle anderen, gerade zum Beispiel von Denk mit oder sowas, ich finde den Geruch einfach abartig. Also da komme ich gar nicht drauf klar. Ja. Dann sind wieder jede Menge dieser feuchte Toilettentücher leer gegangen. Hier einmal von Sheer Love, dann hier Sommerglück, das war ja eine LE gewesen. Das sind jetzt die letzten Packungen gewesen. Ich hoffe, sie kommen diesen Sommer wieder raus, weil es war einfach die beste Geruchsrichtung ever. Ja, ansonsten von Sanft und Sicher kaufen wir die ja immer in den verschiedensten Geruchsrichtungen. Dann, das habe ich euch ja gerade schon gezeigt von Mermaid & Me, die Power Papaya Maske. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst, dass ich die Mermaid Produkte einfach mittlerweile seit über einem Jahr benutze und sie absolut liebe. Und in Sachen Haarmaske
ist das eigentlich so mein Favorite. Also ich benutze auch mal was von Bellavia oder von Hello Body. Die haben ja auch Haarprodukte, aber das sind halt ganz normale Haarprodukte für zum Haare waschen. Aber das ist das, was ich oft sage. Auch in der Drogerie gibt es gute Haarmasken. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber Mermaid & Me ist halt eben einzigartig, indem sie die Kopfhaut so reinigen. Weil Masken macht man ja eigentlich nur in die Haarlängen und Spitzen, dass die Haare schön gepflegt werden, weich werden, glänzen, die spröde sind, bla 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 bla. Das macht man mit mir ja auch. Aber man muss die ja von der Kopfhaut, wie man sehen kann, einschmieren, dass die Kopfhaut auch richtig gereinigt und geklärt wird und genährt wird und überhaupt. Und das ist der große Unterschied, weswegen die für mich so, die sind die absolute Nummer eins. Dann zum Baden. Mein absolutes Lieblingsbadezusatz. Ich habe viele Badezusätze. Ich liebe es ja zu baden, ihr wisst es. Ich habe da einige Favoriten, aber das hier, da kommt keiner ran. Ich liebe einfach diesen klassischen Nivea-Duft. Das ist einfach für mich so ein sauber Duft und besser geht es überhaupt gar nicht. Davon abgesehen hält diese Flasche extrem lange. Man braucht wirklich wenig in die Badewanne zu geben und wir haben eine extra große Badewanne. Ich gebe da nicht viel rein und die ganze Badewanne schäumt wie sonst was. Und es ist so ein weicher Schaum. Kennt ihr diesen Schaum, den ihr anfasst und der verpufft sozusagen in euren Händen? Und dann gibt es diesen Schaum, den ihr einfasst und damit könntet ihr schon eure Hände waschen sozusagen. Wie so ganz normaler Handschaum, Handwaschschaum sozusagen. Also ganz, 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 ganz große Liebe seit so vielen Jahren. Dann habe ich unsere Waschmaschine letztens gereinigt. Das habe ich euch auch in einer der letzten DM-Hauls gezeigt von Dr. Beckmann Waschmaschinen, Hygienereiniger. Das gibt man einfach in die Waschmaschine, direkt rein in die Trommel und dann ohne alles waschen, also ohne Klamotten und ohne irgendeinen Zusatz von anderem Waschmittel und bei 60 Grad mindestens. Und dann wird die Waschmaschine einmal komplett gereinigt und ein frischer Duft wird hier auch hinterlassen. 99,9% aller Bakterien, Pilze werden entfernt. Hier ist Aktivkohle drin, wir wissen mittlerweile hoffentlich. Aktivkohle ist einfach ein sehr, sehr, sehr geniales Naturprodukt, was wirklich reinigt und Schmutz entzieht und. Genau, dann vom Swiffer, die Bodentücher sind wieder leer gegangen. Muss ich glaube ich auch nicht viel zu sagen, benutze ich immer und immer wieder. Sehr, sehr, sehr geliebtes Produkt. Dann von Carefree, die Slip-Einlagen. Ich weiß gar nicht, ich liebe die einfach, deswegen muss ich die euch immer und immer wieder zeigen. Und zwar ganz wichtig mit dem frische Duft. Es gibt diese ganzen Carefree Slip-Einlagen, einmal Standard und einmal mit frische Duft. Und das riecht einfach so lecker. Das ist so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ein eigener Duft, einfach auch so halt eben frisch. Dann habe ich von Hello Body das Aloe Splash Schauergel leer gemacht, genau. Das benutze ich immer ganz, also das hat jetzt nicht den krassesten Duft. Also das Ding ist, man muss halt natürlich schauen, worauf steht man. Das ist jetzt so ein typischer Aloe Vera Duft, also so relativ frisch, auf jeden Fall frisch. Aber es hat halt, das ist halt dieser typische Aloe Vera Duft, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Auf jeden Fall eher in die frische Richtung. Und je nachdem, was man halt eben mag. Ich mag auf der einen Seite frisch, aber ich mag auch oft so bärige Düfte. Ich mag nicht, was zu schwer ist, wobei im Winter auch gern mal was Schweres. Aber gerade jetzt so Frühling, Sommer, Herbst mag ich gerne so bärig oder fruchtig, auch blumig. Genau. Deswegen jetzt so ein erfrischendes, ist einfach so ein erfrischendes Schauergel. Aber ich mag es manchmal, mich zusätzlich noch mit was anderem einzuschäumen, damit ich einfach nochmal einen leckereren Duft sozusagen habe. Genau, dann hier von Nivea auch zum Auffüllen einfach für unsere Waschbecken haben wir solche Seifenspender und das einfach zum Auffüllen. Und ich glaube, wie gesagt, zu Nivea muss ich nicht mehr viel sagen. Wir lieben einfach den Duft und generell, es hält halt, es macht halt wirklich sauber und weiche Haut und es trocknet nicht aus. Okay, die Kinder machen Action. Vom Babylove die feuchten Waschlappen, kennt ihr mittlerweile auch. Genauso wie von Pampers Pure die feuchten Feuchttücher, die halt nochmal extra feucht sind. Beides ganz große Lieben, seit so vielen Jahren in Gebrauch. Dann von Evelyn die Maxi. Wattepads zeige ich euch auch immer wieder. Ich kann mir echt gar nicht mehr vorstellen, diese kleinen zu verwenden. Ich glaube, ich würde da so viel dann immer von brauchen. Es wird sich gar nicht rentieren. Dann von Hip für die Kids ist gerade leer gegangen. Das Shampoo und die Dusche sensitiv. Wir lieben einfach diesen Hip-Duft. Also immer, wenn ich irgendwas anderes gebraucht habe, war ich irgendwie vom Duft immer so enttäuscht. Wir lieben einfach diesen Hip-Duft ohne Ende und der macht halt auch einfach seinen Job. Also die Kids haben keine ausgetrocknete Haut oder. Deswegen große Liebe.
Dann bin ich super traurig. Das war nämlich die letzte Packung von Denk mit. Fresh Breeze war die Geruchsrichtung. Und zwar, das sind diese Trockentücher für den Wäschetrockner. Damit die Wäsche einfach nochmal leckerer duftet sozusagen. Und die haben diese Edition hier, es hat einfach nur so blumig nach frischer Wäsche gerochen. Und das haben die aus dem Sortiment genommen. Und dafür ist eine andere Sorte reingekommen. Also auch total blöd, die haben nur eine einzige Sorte. Und die haben jetzt sowas Fruchtiges irgendwie rausgebracht. Das habe ich ja jetzt gerade in Gebrauch. Ich habe jetzt schon einige Maschinen damit getrocknet und ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert. Es ist okay, es ist nicht so, dass ich das Empfinden habe, die Wäsche stinkt oder sowas. Sie riecht trotzdem gut, aber das hier war auf jeden Fall um weiteres besser, weil das ist einfach so dieses frische Wäschegeruch und das andere ist eher so fruchtig und blumig und keine Ahnung was. Also es ist mir mal okay, aber für den Alltag an sich zu krass. Das hier habe ich euch gerade schon gezeigt. Dann die hier sind leider ausgetrocknet. Die habe ich in einer alten Handtasche gefunden und die sind echt trocken. Von Lilidoo, die Feuchttücher, die haben wir auch eine ganze Zeit lang verwendet. Die mögen wir auch immer noch sehr, sehr gerne. Und gerade in so kleinen Varianten für To Go, aber die sind, wie gesagt, die habe ich in einer alten Handtasche gefunden und die sind komplett ausgetrocknet. Deswegen kommen die jetzt weg. Dann darf natürlich nicht fehlen, in keinem aufgebrauchten Video von Denk mit. Die feuchten Allzwecktücher sind mal wieder leer gegangen. Und auch hier diese blaue Version, es gibt da ja auch immer mal wieder LEs, die super duften, aber diese blaue Version, einfach Standard nach frische Duft ist es einfach, ist immer noch am besten. Also ich mag die, die machen auch alles sauber, die sind super. Dann hier noch ein Produkt von Nivea, das war mal eine LE gewesen, Take Me to Mexico, das war auch super lecker. Boah, also Nivea hat einfach so, so, so geniale Sachen, wenn es um Seifen, Cremes, Badezusätze, also Sachen zum Duschen und so weiter geht einfach mega, mega genial. Der Duft ist so genial, die Pflege, das Aufschäumen, also ganz, ganz, ganz große Liebe. Dann habe ich gerade auch immer noch unten im Gästebadezimmer hatte ich zwei Handseifen stehen. Das war die eine, das ist ein Handschaum und das andere Pendant dazu, das war nämlich die gleiche, so eine Wildkirsche-Richtung. Das andere ist eine ganz normale Handseife, aber da sind noch so Peelingkörner drin. Und diese Flasche hält sich so lange, da ist immer noch die Hälfte drin, währenddessen die schon leer gegangen ist. Das ist halt immer das Blöde an Handschäumen, dass die super schnell leer gehen. Das hier war von Bath & Body Works aus Amerika, aus Amerika waren die Produkte gewesen. Und gerade diese Kirsche hier, Black Cherry. Oh mein Gott, dieser Duft ist nicht von dieser Welt. Also absolut genial, würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Dann habe ich hier nochmal zwei Haarprodukte von Mermaid & Me leer gemacht. Einmal das Papaya Shampoo und ein Papaya Conditioner. Ich habe es gerade schon bei der Haarmaske gesagt, ich liebe die Produkte von Mermaid & Me einfach. Beim Shampoo ist es so, dass es wirklich Tiefen reinigt. Man hat danach das Gefühl während dem Ausspülen, dass man die trockensten Haare der Welt hat, einfach weil sie so gereinigt wurden. Da wurde wirklich der ganze Schmutz und Dreck weggenommen. Ob es Haarfett ist, ob es von den Umwelteinflüssen ist oder ob es irgendwie... keine Ahnung, ob man Shampoo, nicht Shampoo, ob man Haarspray zum Beispiel benutzt oder sonstige Haarprodukte. Das wird alles richtig tiefengereinigt und deswegen fühlen sich die Haare danach an, als ob man Stroh hätte. Dann gibt man aber den Conditioner drauf und danach hat man das Gefühl, dass die Haare frisch geboren sind. Deswegen die Sachen immer nur in Kombination nehmen. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, von wegen, soll man eher Shampoo oder Conditioner oder so? Nee, die Sachen sind einfach aufeinander aufgebaut. Die müssen wirklich zusammen verwendet werden und dann werdet ihr wirklich diesen Wow-Effekt haben. So, dann habe ich noch zwei Produkte hier und zwar einmal ein Duft. Das war auch auf jeden Fall von DM. Steht hier unten auch drauf, ich glaube von Denk mit oder so. Das sind diese Eier, die dann halt eben hier... eine Flüssigkeit drin haben und dann verteilt sich das halt eben dieser Geruch. Ich mag die sehr gerne. Die sind aber nicht so krass. Ich würde sie jetzt nicht als Raumduft benutzen, sondern ich habe die immer unten in unserer kleinen Kammer, wo unsere Jacken und Schuhe und so weiter drin sind. Da habe ich immer irgendwie einen Duft drin stehen und das war jetzt der letzte, der da drin war. Und dann habe ich von Dresdner Essenz ein Schaumbad hier leer gemacht aus der Sternenbad-Serie. Hier mein Sternzeichen Skorpion. Ja, war okay. Also es hat
Ja, es hat auf jeden Fall gut gerochen. Diese Bäder, die schäumen nur nie so gut. Die machen immer ein schönes buntes Bad und riechen gut. Aber ich muss sagen, ich mag es beim Baden, wenn da auch so ein bisschen Schaum da ist. I don't know. Und das haben die Dinger meistens nicht, deswegen. Naja, das war auf jeden Fall das letzte Produkt. Jetzt kann ich die Sachen auch endlich mal entsorgen. Yay! Wir haben ja einiges geplant jetzt so über die Ostertage, was wir ausmisten wollen, aussortieren wollen. Mein Mann hat ja nächste Woche Urlaub, der hat sich schon voll die Liste gemacht. Er hat gesagt, wir gehen jeden einzelnen Raum im Haus durch und misten aus und sortieren aus und überhaupt deswegen, wir haben einiges geplant die nächste Zeit. Also, ich habe schon mal mit der Tüte angefangen. Yay! Oh, ich bin gerade so glücklich. Also, ich habe erstmal am PC jetzt gerade die ganze Zeit weitergearbeitet, nachdem ich euch den Haul gezeigt habe. Meine Haare habe ich noch nicht ausgewaschen. Hat auch noch Zeit, umso länger es drin ist, umso besser. Der DS ist drüben bei meiner Schwester und der Samu schläft endlich. Ich kann es kaum fassen. Also, ich weiß auch nicht, was da momentan los ist, ob es durch die Zähne ist oder weil er immer noch erkältet ist. Warum er nicht mehr gewohnt um 8 Uhr einschlafen möchte, das verschiebt sich momentan locker auf 10, 11 Uhr. Es ist echt krass. Naja, ich habe mir heute Morgen eine To-Do-Liste geschrieben, was ich heute und morgen so erledigen möchte. Ich werde mir aber noch eine schreiben, was so für Ostern alles angesagt ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben einiges vor. Und unter anderem habe ich mir auf die Liste geschrieben, weil das schiebe ich jetzt wirklich seit Wochen vor mir her, einen Friseurtermin auszumachen. Genau. Das Problem war allerdings gewesen, dass es halt schwierig ist, mit den zwei Jungs, gerade weil Elias jetzt auch zu Hause ist, einen Friseurtermin auszumachen für unter der Woche, weil man muss ja arbeiten. Das war so das eine, dass es eher nur Samstag ging. Dann war das zweite Problem, dass irgendwie ich keinen richtig gescheiten Friseur gefunden habe, denn auf der einen Seite wollte ich nicht nach Mannheim fahren, weil es halt der weite Weg ist und ich mir gedacht habe, boah, vielleicht lieber was in der Nähe, wenn ich dann eh schon so lange weg bin, wenn ich was unter der Woche machen muss, wenn ich dann zum Beispiel die Jungs zu der Schwiegermama gebracht hätte und wenn man dann alleine 2 Stunden nur wegen der Fahrt weg ist, ist es dann halt schon krass, wenn man die Kids woanders hingibt, egal auch wenn es die Familie ist, man muss es ja nicht überstrapazieren, gerade mit den Zweien. Dann wollte ich ja gerne zu Douglas gehen, zum Friseur, wo ich die letzten Male war. Das Problem ist aber, der hat geschlossen. Genau, die Filiale ist einfach zu groß. Die ist ja über 4 Stockwerke geht es ja plus Untergestock. Also es sind Untergeschoss sind im Prinzip 5 Stockwerke, wo man shoppen kann. Und ganz oben ist ja der Friseur mit drinnen. Das heißt, es war auch die ganze Zeit nicht geöffnet. Ich glaube, zwischenzeitlich konnte man mal rein, aber nur für ganz, ganz kurze Zeit. Meine Schwester hat ja da einen Termin gehabt und dann ging es ja wieder nicht, weil ja jetzt aktuell in Hessen alles geschlossen ist. Ich habe da heute Morgen auch schon versucht anzurufen. Die haben gemeint, es ist halt dicht. Deswegen kann man auch nicht zum Friseur nach oben. Ja, also habe ich mir gedacht, komm, ruf mal auf gut Glück im Salon Latte an, also der in Mannheim. Einfach mal spontan nachfragen, ob die jetzt zum Beispiel am Samstag frei hätten oder nächste Woche, weil mein Mann da ja Urlaub hat. musste sie am Telefon lachen und hat gesagt, die ersten freien Termine sind im Mai. Und ich so, was? Also ich habe mir schon gedacht, dass es krass ist, dass die Friseure sehr ausgebucht sind. Also bei uns hier im Ort gibt es ein paar Friseure, da sind auch mal Leute drin, aber die sind auch oft, also da ist auch oft nichts los, aber ich traue mich nicht dahin zu gehen, muss ich echt sagen. Also das ist, nee, das ist einfach noch was anderes, in so kleinen Orten zum Friseur zu gehen. Meine Schwester war ja hier schon mal bei einem der Friseure und die haben es echt versaut. Also nee, mache ich nicht. Und bei mir ist es ja so, ich möchte meine Haare einmal komplett färben lassen, ein paar Stufen dunkler, ich mich ja entschieden. Und ich möchte vor allen Dingen, mir geht es ja in allererster Linie darum, dass ich mal wieder einen Schnitt haben möchte. Ich war ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr zum Haare schneiden an sich. Das ist ja schon ewig her. Beim letzten Douglas-Friseurbesuch habe ich ja mir nur den Ansatz färben lassen. Und der Besuch davor war ja der Haarschnitt. Also das ist, keine Ahnung, ist schon ewig her auf jeden Fall. Eigentlich im Prinzip, seitdem ich dunkel bin.
Das heißt, meine Haare sind natürlich sehr gewachsen. Da muss ein Schnitt rein. Dann auch dadurch, dass ich die ganze Zeit diese Haarausfallgeschichte hatte, da ist kein richtiger Schnitt mehr drin. Ne? Die sind natürlich auch unten super dünn. Das heißt, da muss wirklich ein ganzes Stück weg. Da muss ein ordentlicher Schnitt hin. Und deswegen, habe ich gesagt, ich muss nach Mannheim gehen, weil ich habe bei allen anderen einfach ein schlechtes Gefühl, dass man mir die Haare versaut. Deswegen habe ich da heute Morgen angerufen und habe ich gesagt, okay, sie haben noch gesagt, okay, wenn jemand in der nächsten Zeit absagen sollte, sie setzt mich jetzt auf eine Warteliste. Wenn jemand in der nächsten Zeit absagen sollte, dann rufen sie mich an. Habe ich gesagt, gut, dann habe ich für mich selber entschieden, ich warte noch mal so 2-3 Wochen, ob ich noch mal einen Rückruf von denen bekomme. Ansonsten muss ich irgendwie mir einen Friseur raussuchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Rückruf bekommen. Ich habe mich gerade so gefreut. Die haben einen Termin für mich und auch noch an einem Samstag. So cool. Das ist nicht dieser Samstag, also zwischen Ostern, sondern der darauf, also der 10. April. Habe ich dort einen Termin bekommen nachmittags. Ich freue mich so sehr, weil das ist ein Samstag. Da kann mein Mann in Ruhe auf die Kids aufpassen. Und da haben wir keinen Stress und es ist nicht mehr allzu lange entfernt, dass ich sagen müsste, boah, ich muss jetzt irgendwie noch einen Monat oder noch länger mit den Haaren rumlaufen. Ich freue mich gerade voll. Und ich habe auch einen Termin beim Rosario bekommen. Beim Rosario hatte ich jetzt eigentlich alle Termine, die ich beim Latte-Salon hatte. Ja. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal doch so schnell ging. Keine Ahnung, ob sie ihm Bescheid gesagt hat, dass ich angerufen hatte. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich gerade so sehr, yes, endlich dann frische Haare zu haben in ungefähr 2 Wochen. So, wir sind jetzt mal kurz on the road. Und zwar die Hüte, die ich gestern geholt habe beim Action, die werde ich jetzt mal umtauschen in eine Nummer größer. Für den Samu habe ich hier alte Hüte gefunden vom Lias, die passen perfekt. Genau, und dann gehen wir noch zum Edeka. Wir wollen nämlich Burger gleich auf den Grill schmeißen und wir brauchen noch Burgerbrötchen. Genau, meine Schwester kommt auch mit. Jetzt hole ich erstmal nochmal ein paar Einkaufstüten aus dem Auto raus und dann gehen wir mal eine Runde um den Block laufen. So, die neue Mütze passt jetzt eine Nummer größer. Ich habe genau die gleichen mitgenommen, wie ich gestern mitgenommen habe und auch sonst nichts anderes. Genau, jetzt sind sie beide geschützt vor der Sonne und wir laufen jetzt gerade zum Edeka. Genau, da brauchen wir auch ein paar Sachen. So, zurück. Endlich ein Mini-Mini-Haul. Wir haben einmal Eier geholt. Ich sollte für meine Schwester hier so Chips mitbringen. Für meinen Mann sollte ich Kaffee mitbringen. Die waren nämlich gerade im Angebot. Dann hier unsere Burger, die wir gleich essen werden. Endlich frisches Brot. Oh mein Gott. Hier, Roma-Salat. Dann habe ich hier sowas für Ostern mitgenommen. Die besten, also die Klassiker. Ich finde die eigentlich ganz cool so. Und hier von Lind einmal den Hasen. Finde ich auch so süß in so einer Edition mit so Flower. Voll nice. Und es gibt meine Dr. Oetker Restaurante Pizza im Angebot. Das ist ja so meine Lieblingspizza, beziehungsweise auch die mit den Nudeln. Und die sind gerade für 1,66 im Angebot. Ich muss auf jeden Fall diese Woche nochmal hin und ordentlich zuschlagen. So, und bei uns gibt es heute einmal Süßkartoffelpommes, dann ein paar von denen und Burger. Genau, ja, ich leg mal los. So, wir sind am Grillen. Ich habe hier einmal aus der Fritteuse verschiedene Kartoffelsachen gemacht. Draußen wird gerade gegrillt, ich habe gerade schon den Tisch gedeckt. Und hier ist unser Brot mit Käse. Lecker, lecker, lecker. Auf dem Tisch haben wir hier ansonsten verschiedene Soßen, Salat. Lecker, lecker. So, wir sind fertig mit Essen. Die Kids sind jetzt am Spielen. Lias hat auch richtig, richtig gut gegessen. Oh, ich liebe diesen Grill. So lecker. Und ich bin gerade noch dabei, beziehungsweise der Samu hatte auch einen Joghurt gegessen, beziehungsweise ist kein Joghurt, das ist so eine Art Quetschi, einfach pürierte Früchte. Und ich esse nach langer Zeit immer wieder rote Grütze. So, so lecker. Samu, ein Ball. Wow. Vielen Dank. Guck da, bravo! Wow, bravo! Samu! Wie alleine loslaufen bravo. Wollte. Bravo! Und jetzt gehen wir zurück zum Okay, jetzt umdrehen. Nicht Ohren ziehen. So, mittlerweile haben wir schon Abend. Wir haben kurz nach 7. Der Lias wird gerade ins Bett gebracht. Der Samu schläft. Wir waren eigentlich
so relativ den ganzen Tag draußen. Ich habe von draußen aus viel gearbeitet, habe noch eine Instagram-Story online gestellt und meine Buchhaltung zu Ende gemacht und so weiter und so fort. Was ich nicht gemacht habe, ich habe keinen Vlog geschnitten, es wird heute kein Video online kommen. Ist aber wirklich nicht schlimm, weil wir haben einfach mal den Tag draußen genossen. Meine Schwester hat ja Urlaub und wir haben einfach draußen Zeit verbracht und so weiter. Deswegen, aber die ganze andere Arbeit, die ich noch zu tun hatte, habe ich sowieso gemacht. Wir waren jetzt gerade beim Turmbaumarkt gewesen, genau, weil ich so Spachtelmasse brauchte. Und dann sind wir nochmal zum Edeka, weil wir grüne Soße gebraucht haben. Dort war es ausverkauft, deswegen sind wir nochmal zum Rewe gefahren. Und die hatten dort Gott sei Dank noch grüne Soße, allerdings nur in kleineren Portionen und schweineteuer, aber egal. Ich zeige euch mal ganz schnell die Sachen, die ich geholt habe. Es ist nichts Besonderes. So, beim Rewe ist mal wieder Eis mitgekommen. Dann hier dieser Joghurt, den hatte meine Schwester letztens mit Lias zusammen gegessen und der hat es so gefeiert. Deswegen dachte ich mir, ich werde es auch mal mit ihm teilen. So ein ganzes Ding wird er nicht alleine essen, aber so wie beide zusammen. Dann mein geliebtes Meloneis, schon lange nicht mehr gekauft, war jetzt gerade im Angebot. Dann dachte ich mir, ich nehme das mal mit. Hier ist die grüne Soße, von der ich gesprochen habe, von diesem Wilhelm Brandenburg. Ja, wird hoffentlich gut schmecken, ist eine gute Marke. Dann haben wir noch mal Minischnitzel mitgenommen, Hähnchen-Minischnitzel. Wir haben noch welche da, aber ich glaube, die reichen dann nicht für uns alle. Genau, dann, weswegen ich auch noch mal in den Edeka gegangen bin. Die Pizzen waren ja im Angebot, deswegen habe ich da jetzt noch mal welche mitgenommen. Das hier war diese Spachtelmasse, wovon ich gerade erzählt habe. Spachtelmasse, Reparatur, davon habe ich 3 Stück mitgenommen. Dann für morgen auch die Kartoffeln. Dann habe ich nochmal welche von diesen Currynudeln mitgenommen, diese Snacknudeln. Das ist einfach so genial, wirklich, wenn man gerade abends mal so einen leichten Hunger hat, nicht zu viel. Das ist schnell gemacht und schmeckt so, 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 so lecker. Dann habe ich einen Kieber mitgenommen und für meinen Mann 3 Flaschen Pepsi. Genau, hat er sich gewünscht. Und das war schon. Mehr ist da jetzt nicht drin. Also relativ unspektakulär. Aber das verräume ich jetzt mal schnell und dann setze ich mich doch noch mal ein bisschen an den PC.